Unter dem Titel »Der richtige Mann für unsere Heimat« präsentierte Gottfried Waldhäusl, designierter Landesrat, seine Vorhaben für die kommende Legislaturperiode. Nachdem sich die FPÖ mit den beiden anderen Regierungsparteien auf ein Arbeitsprogramm einigen konnte, steht fest, dass Klubobmann Gottfried Waldhäusl von der Oppositionsbank in das Regierungsteam wechselt. Es wird eine Umstellung auch in der Art der Politik sein. Das heißt, man wird zwar auch von Gottfried Waldhäusl künftig immer etwas dann hören, wenn es notwendig ist. Ich werde auch dann meine Stimme erheben, wenn es der Sache gut tut und für Niederösterreich gut ist. Aber es wird sich natürlich von der Art und Weise, vom Ausdruck her, einiges ändern. Es ist ein Unterschied, ob man eine Landtagssitzung verfolgen wird oder ob man als Regierungsmitglied hier sachpolitisch für gewisse Dinge eintreten wird. Welche Ressorts werden Sie übernehmen? Ja, mit dem Bereich Sicherheit im Gesamten ist der komplette Asylbereich, Integration, Mindestsicherung und Grundversorgung. Hier ein Riesenressort, ein Bestandteil dieses Ressorts. Es sind die Gemeindeärzte mit dabei und es ist auch der Riesenbereich des Tierschutzes und ein paar kleine Dinge wie Veranstaltungswesen und Polizeistrafgesetz sind auch noch in diesem Ressort beinhaltet. Ein wichtiges Thema der Pressekonferenz war die Aufhebung des niederösterreichischen Modells der bedarfsorientierten Mindestsicherung durch den Verfassungsgerichtshof. Waldhäusl fordert weiterhin ein Umdenken. Ein Umdenken, dass wir schauen, dass diese Kosten minimiert werden, dass wir hier eine gerechte Lösung für alle erreichen. Und wenn ich sage eine gerechte Lösung für alle, dann war uns wichtig, eine Lösung zu finden, die sicherstellt, dass jemand, der Schutz und Hilfe braucht, diesen Schutz und diese Hilfe auch in Niederösterreich bekommt, dass es aber auch eine Gerechtigkeit unseren Landsleuten gegenüber geben muss. Und daher ist es wichtig, künftig zu versuchen, soweit es möglich ist, bei den finanziellen Zuwendungen hier am Boden zu bleiben und alles andere durch Sachleistungen zu kompensieren. Weiter sind Waldhäusl die Massentiertransporte, die nur aus ökonomischen Gründen praktiziert werden, ein Dorn im Auge. Wichtig ist einmal, dass das qualvolle Transportieren ein Ende hat und speziell durch Niederösterreich rauschen hier sehr viele LKWs tagtäglich mit vielen lebenden Tieren und die Kontrollen sind hier sehr dürftig mittlerweile geworden. Die zuständigen, bis jetzt zuständigen Regierungsmitglieder haben hier eigentlich nichts getan und mir ist es wichtig, dass auch sichergestellt ist, wenn künftig jemand durch Niederösterreich Lebendtiere transportiert, dass er damit rechnen muss, dass sie so transportiert werden, dass sie keine Qualen erleiden. Das heißt, auch hier Tierschutz mit Hausverstand und wenn dadurch generell der Lebendtiertransport etwas vermindert wird, dann kann es nur gut sein für unsere Landwirtschaft, weil wir dann mehr in unserem eigenen Land produzieren.